Herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben göttliche Schwingen gefunden in Form einer Sense. Wir haben eine Mine uns angeguckt. Wir haben erfahren, dass das Ding sich dort bewegt auf vier Füßen mit einer fetten Glocke. Oh, noch eine Schildkröte. Ah, und wir haben irgendwelche Dulahans gefunden. Und einen Typen mit zwei Wölfen. Irgendwelche Geister oder so. Vermutlich. Gibt es dort noch was? Da. Ich schau erstmal dort vorbei. Dong, 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 dong. Oh. Oh. Okay. Hey, leg dich ab, Junge. Hallo. Als ob der Wolf immer noch nicht gecheckt hat, was abgeht. Ja. Mein perfektionistisches Herz plagt mich gerade. Emotional Damage. Mann. Hallo Wölfe. Warte mal, ich habe doch eine Armbrust. Kann ich damit? Wow. Warum muss er stehen bleiben? Das ist doch so blöd. Junge. Komm, Doppelschwerter. Junge, du bist echt riskant am Limit mit dem Leben. Alter. Abwechslung ist tödlich. Und hör auf zu rollen. Dankeschön. Nochmal solcher seltener Pflanzen. Seltenen. Ja. Nochmal solche seltenen Pflanzen. Geht es da auch hoch irgendwo hin? Dong. Pong. Bing. Shalom.
Oh cool, danke schön. Was war das? Ah, das Schloss, okay. Mich würde interessieren, was ist da oben? Sind das Feinde? Das sind Feinde, natürlich sind das Feinde. Nein, da war eine Höhle, ich hab's gesehen. Ach komm. Hey, komme ich da echt nicht hoch? Na also. Was haben wir denn da? Ist die überhaupt auf der Karte verzeichnet? Nö. Okay. Hier ist also der nächste Dings. Höhle des Gräberwalds. Ja. Gnadenfurz, genau. Ich brauche hier drinnen eine Fackel. Gut. Das waren die Doppelschwerter. Leider. Zurück zum Morgenstern. Große Last. Ach, verdammt. Der Armbrust brauche ich nicht hier drinnen. Okay. Aha. Skelette. Also nicht Skelette, sondern eine giftige Höhle. Aha. Oder? Jawohl. Okay, das wird lustig. Ich glaube, ich brauche doch die Armbrust hier drinne. Okay, folgendes. Ah. Könnte ich auch gleich erschießen eigentlich. Also geht doch. Das nimmt auch im Prinzip ein bisschen Abwechslung, dass wir daneben. No, 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 no. Du mit deiner rätselhaften Zauberei. Dankeschön für die Blume. Meine Zauberei ist besser, das weiß jeder. Pilzköpfe. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, das ist ja nur... Understandable, have a nice day. Ich bin vergiftet. Ich bin vorbereitet. Aha. Die Schüsse kommen nicht hier an.
ich bin im Vorteil. Ich sollte mehr Boli machen. Komm! Oh, jetzt bin ich wieder. Echt jetzt? Boah, ich. Nee. Machen aber auch Schaden. Heiliger Bimper. Komm. Oh, dafür sind die Wurfmesser da. La malale, la malale pata. Also. Hä? Ach, das ist... Oh Leute, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, das ist so ein Blob, okay. Dann. Das ist so ungefähr der Kopf, glaube ich. Oh, nice. Wow. Also, tot. Das Ding ist immer noch passiv, das ist sehr schön. Boom, Headshot. Boom, Headshot. You. Yeah. Crossbow for the wind. Gut. Gut, dass ich eine Fackel habe. Riskant. Oh, riskant immer. Nimm die Blumen, Junge. Oh. Nimm bitte mal die Blumen, Junge. So ist gut. Krummfingermedizin. Nice. Das ist eine Blume. Natürlich. Was noch sonst? Oh. 1, 2, 3. Was ist giftiger? Stärker Gift oder Feuer? Dachte ich mir doch. Alli, hopp.
Nice. Na? Giftknochenwurfpfeil. 6 Stück, solche Dinger gibt es ja also auch. Okay. Wo sind die? Da sind die. Wurf auf Gegner, um Schaden und Gift zuzufügen. Aha. Tierknochen, der geschärft und zu einem Wurfmesser mit giftiger Spitze verarbeitet wurde. Werf das. Ja, okay, das kennen wir schon. Okay. Okay. Muss ich mich heilen? Ich muss mich nicht heilen, aber ich muss einen Trank trinken, weil ich sonst die Wölfe nicht beschwören kann. Okay. Ah. Okay, folgendes. Ich renne einfach durch. Wie viel habe ich? 5 Boli. Sicherheitshalber mache ich mal 5 weitere. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Nein. Geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Nichts passieren. Okay, sehr gut. Die Kapuze passt irgendwie zu der Kleidung. Nice. Ja, ich kann nicht da einfach so durchrennen, ne? Die haben Zauber, die mir schaden. Oh, hier war ich noch nicht. Ich bin ja schlau. Nimm die Pflanze, Junge. Ach nö. Das wird ein schwieriges Level. Ach nö. Mann! Nein, 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 nein! Renn weg! Ich wusste es. Wow! Junge! Tot. Ja. Immerhin, diesmal bin ich nicht verreckt.
Ein Adernblatt, das lohnt sich ja sehr. War da nicht doch irgendwo eine Ratte? Habe ich noch Heiltränke? Ich habe noch Zauber. Okay. Ich sehe noch eine Ratte. Leute. Dankeschön. Oh, Moment. Immunisierendes weißes Fleisch und Handbuch des nomadischen Kriegers. Na, mal gucken. Nein, hier war das. Erhöht kurz die Immunität, okay. Dann, das brauche ich eigentlich. Das brauche ich eigentlich. Hey, ich bin ja voll grün. Lol. Hier bin ich. Oh. Jawohl. Stufenaufstieg? Nein. Flaschen? Nein, aber... Objektherstellung, was kann ich... was kann ich jetzt Neues machen? Feuersichere Trockenleber erhöht kurz die Resistenz gegen Feuerschaden. Okay. Ja, okay. Was gibt es hier noch Neues? Schriftstein? Ein Ruinenfragment mit verschlüsselter Inschrift. Herstellbares Objekt. Verbraucht FP, um weitere Nachrichten aus anderen Welten zu enthüllen. Wörter sind gesellige Dinge, die wie Menschen nicht gerne allein sind. Kannte ich das schon? Auf jeden Fall Giftfett. Befestigtes Fett auf verschiedenen giftgrünen Materialien. Herstellbares Objekt. Hilfe, meine Nase. Gesundheit, denke ich schon. Waffenüberzug verursacht Gift. Und Feuerfett mit Kordel? Befestigtes Fett aus verschiedenen brennbaren Materialien. In diesem Klumpen ist eine kurze Schnur, aber warum? Schneller Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Aufgrund der geringen Menge verfliegt der Effekt jedoch schnell. Okay, interessant. Glühstein, Gnadenimitator. Knochen, Feuerbolzen. Kann ich kein immunisierendes Fleisch oder so machen? Scheinbar nein.
Okay, wie viel Fleisch habe ich denn eigentlich, das immunisiert? Nur eins. Von beidem. Das ist nicht so gut. Muss ich wohl mehr Dinger machen. Aha. Mehr neutralisierende Boli. Okay, drei kann ich noch, also drei mache ich noch. Gut. Mache ich jetzt. Renn ich durch? Ich glaube, ich renne einfach durch. Jetzt kann ich durchrennen, glaube ich. Hä? Wieso werde ich vergiftet? Was ist los? Ey, was soll das? Interessant. Dann warte ich mal ganz kurz. Interessant und seltsam. Ich schleich mal so gut es geht. Aha. 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 Hättet ihr wohl gerne. Also geht doch. So. Wölfe zum Angriff. Nein, das Falsche. Ich habe das Falsche ausprobiert. Ah, ich bin mal wieder... Ah. Mann, mir wandert die paulige Blüte. Okay. Nein, Wölfe. Oh, lol. Oh lol. Und das war Miranda die faulige Güte. Gegner zu Fall gebracht. Markt Bernstein mit der Jung. Oh, ich bin vergiftet. Cool, danke schön. Okay. Ja, bitte zurück. Damit ich mich schnell heilen kann, ohne Dinger zu verwenden. Die Boli. Ah. Okay, das war so Miranda. Interessanter Bosskampf. Ja. Hat mir gefallen eigentlich. So, 7000. Stärke? Stärke. Ja. Ihr wisst, was das bedeutet. erstmal Smaragd Bernstein Medaillon, genau. Erhöht maximale Ausdauer.
Yes. Oh, yes. Um 10. Obwohl. Ich lese erstmal vor. Ein Talisman mit eingelegtem Smaragd-Bernstein erhöht die maximale Ausdauer. Das versteinerte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Ihm wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie inne. Aha. Okay. Okay. Gut. Ja. Moment. Ja. Oh ja. Oh nein, ich bin dämlich. Jetzt. Na? Jetzt. Oh ja. Doppel-Großschwerter-Dinger, oder wie die heißen. Doppel-Großschwerter. Ja, nice. Wie cool. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Jetzt brauche ich aber leichte Kleidung, weil ich sonst die Dinger nicht nutzen kann. Nein. Mal gucken. Echt, die sind einfach leichter als die? Okay. Okay. Ich habe dann kein Gleichgewicht. Oh je. Das gibt genauso viel. Ich habe immer noch eine große Last. Armbrust. Jetzt. Kann ich daher was Besseres anziehen? Nein. Ich könnte bessere Schuhe mir anziehen. Für ein bisschen mehr Last, oder wie das heißt. Und ein Helm. Nein, ein Helm geht doch nicht. Okay. Aber so ein Helm geht. Jawohl. Ich sehe aus wie so ein Schlafanzug, Heini. Oder wie so ein Pilz. Ich bin ein Champignon, genau. Ja, so könnte ich ein bisschen rumlaufen eigentlich. So habe ich alles nachgefüllt, was ginge? Ja. Wie cool. Aber ich habe jetzt so überhaupt gar kein Gleichgewicht, ne? Okay, wisst ihr was? Ich reise nochmal zurück zu dem da, genau. Und kaufe mir ein paar neue Bolzen. Wie viele, bis ich wieder genug habe? Ich habe jetzt 87, genau. So. Hallo. Yes. Hier, genau. Zehn. Das sind dann. Wie viel hatte ich? 82? 92? Ah, ne, hier, 700. Ah, da steht's ja. 13, so. Und 9. So, hier. Oh. Ja, ich kann irgendwie nicht rechnen. Noch hier was? Nope. Oh Mann. Ich werde so durchnässt davon, das weiß ich jetzt schon. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Dahin, jawohl. Oh, der. Ach komm. Doch, komm, du nicht.
Hallo, Höhle des Gräberwalds. Oh Mann. Eieiei. Ich habe das Gefühl, ich köpfe mich selbst damit irgendwie. Wie viel Schaden mache ich jetzt eigentlich? Okay. Wo ist der Typ mit seinen zwei Wölfen? Da ist er. So, oh, du bist auch dämlich, ne? Ey, du machst auch natürlich eine Rolle, wo am besten... Ne? Oh mein Gott. Oh lol. Ja, ist auch noch da. Ha. One need to kill. Ah ja, stimmt, es gibt ja dafür Flaschen. Nice. So, was können die? Der Feinde. Was sind das so richtige Feinde, Feinde? Scheinbar. Hallo. Der einfach, ganz einfach so da. Hey, das verschwunden. Oh lol. Okay, die sind nicht so einfach. Au. Oh, Alter, mein Timing ist im. Ah. Oh, oh. Okay, die können sich scheinbar unsichtbar machen und wieder auftauchen. Noch ein Messingschild. Ja, nice. Ich hoffe, jetzt vermassel ich es nicht. Ich nehme hier mal... Dankeschön. Schädel, die Diddle, die beliebt da. Papi, Papu, bitte, die beliebt, bitte, ba. Oh no. Mann, ich hab da. Der kriegt mich nicht. Ah, Mausoleum Soldatenstulpen. Was ist der Unterschied? Außer, dass die anderes Material haben. Nicht groß was scheinbar. Oh, aber diese Glocke, ne? Kann ich das Ding anvisieren? Nein, okay. Kann man da rein? Ja, vom vielleicht, oder? Also vielleicht nicht so direkt, aber vielleicht durch ein Teleport-Ding oder so, keine Ahnung. Oh. Nice. Dong, Bing, Ting, Shang. Vollkommen.
Das waren scheinbar dann alle. Okay. Da ist noch so ein Ding. Dankeschön. Ich reite mal zu Pferde, damit es schneller geht. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Gnadenfurz, da ist er ja. Noch hier irgendwo was? Irgendwas? Von vielleicht Interesse? Ah, eine Sonnenblume, okay. Nope. Okay. Das Ding bewegt sich auch scheinbar nur, wenn ich näher rankomme, oder? Jo. Okay. Ah, Pilze. Nicht jetzt. Hallo. Lass mich dich aktivieren. Gib mir deine Hand. Oh. Gräberwall. Ich könnte ja gleich da vorbeischauen. Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Aufrufen oder so, oder bringe ich mich nur selber um. Was ist das? Material? Das ist ein Schädel. Oh, das kann ich kaputt machen. Will ich das kaputt machen? Hält sich das Ding jetzt zu mir um? Sollte ich es nicht provozieren. Erstmal nicht. Oh. Viele befleckte goldene Sonnenblumen. Cool. Boing. Okay, dann muss ich... Moment mal, ich trage ja jetzt, ne? Zwei Dinger. Will ich... Heißt, ich glaube ja nicht. Ja, Code könnte ich nehmen, ich weiß immer noch nicht, wofür ich den gebrauchen werde, aber... Vermutlich um irgendwelche Vergiftungen zu craften. Noch so ein Geistertyp. So ein Dulahan. So ein Dulahan. Okay. Gehe ich erstmal dahin? Nee, erst. Ich habe gesagt, erstmal gehe ich dorthin, also gehe ich erstmal dorthin. Dong, ding, ding, dang. Ping, pong, ping, chong. Dong, hallo? Dong. Nee, dann eben nicht. Oh Mann. Oh. Na gut. Das ist irgendwo ein Reiter, ist das ein Boss? Echt? Ich hätte mehr Schaden erwartet. Na gut. Was? Okay. Interessant, dass das überlebt hat.
Längere Klingen sind echt viel besser. Ein Dolch, dankeschön. Und dort habe ich irgendwo einen Ritter gesehen. Noch eine Donnenblume. Ha, und so viele Fledermäuse dort. Oh. Boing, boing. Wenn ich schon mal hier bin, komm, ich nehme mich auch mit. Dankeschön. Hallo. Ah, von da komme ich da hoch. Okay. Boing, boing. Oh. Das hat er überlebt? Na gut. Ching. Jawohl. So, da lang? Da lang, genau. Dass hier noch irgendwo ein Nachtboss kommt, wie dieser eine Todesvogel. Hm, der hat Spaß im Babyplanschbecken. Hä? Wo? Oh. Hier war ich noch nicht. Stimmt, ich wollte doch da. Wollte ich nicht dahin? Dahin zuerst. Oh. Na, Mann. Anvisierung, geh weg. Ich will dich nicht. Ich mag dich nicht. Oh. Was geht denn hier ab? Wie in einer Anomalie von Skullcraft oder so. Kai. Ah ja, keine Ausdauer. Okay. Nee, Ultraschall hier auf. Was brennt hier eigentlich? Ach, alles klar. Ah. Komm schon. Also geht doch. Guter Wurf. Das muss ich dir lassen. Guter Wurf. Das ist nur Feuer. Okay. Nur Feuer mit Schmetterlingen. Was für Hardcore-Schmetterlinge. Und ein Baum. Und eine Ruine. Okay. Refugium. Sieht die eigentlich anders aus?
Naja, was soll's. Na, Mann, nehme ich mit. Habe ich den? Also. Eigentlich wollte ich von da vorne kommen. Aber okay, da kommen wir halt von hier hin. Warum auch nicht? Hallo Schädel. Du bist mein. Herber, du auch. Ich habe keine Armbrustis. Hier singt jemand oder etwas. Okay. Ave Maria oder was? Gibt es hier Sirenen? Oder ist das Nachtambiente? Mit dem letzten Update-Patch gibt es seitdem Nachtmusik in manchen auf den Arealen draußen. Besorgt mich leicht. Ich weiß nicht, was da singt. Einfach nur Nachtmusik oder irgendwas Spezielles. Das kommt von da oder so. Oder? Ach, Schloss Morne. Niederer Erdenbaum, ja, hallo. Okay, keine Ahnung, was da singt oder wer da singt. Und ich bin zu blöd, das zu kapieren. Kann auch sein. Oh, hallo. Noch mehr, die vielleicht was von mir wollen würden. Nein. Okay. Ich kann die Wölfe heraufbeschwören. Mache ich das jetzt? Erstmal sammle ich den Skarabäus da ein, den ich dort gesehen habe. Sonnenblumen lasse ich mal, wenn die nicht direkt auf dem Weg liegen.
Ach, die nehme ich noch mit. Die Schildkröte. Das ist schon, keine Ahnung, die achte, siebte, ich weiß nicht mehr. Hallo. Nein, komm zurück. Komm zurück. Jawohl. Nix. Okay. Ist doch das Ding lauter. Ach. Sag ich doch. Da singt doch irgendwas. Aber schön, finde ich. Irgendwie. Klappe, du störst die Musik, Junge. Ist die böse? Na, komm her. Bitte nimmst du mir nicht übel, wenn ich hier sowas wie deine Kinder oder so klatsche, ne? Die haben zuerst angegriffen. Böse eigentlich. Ja. Schade. Wirklich schade, dass ich dich vernichten muss. Ich will hier nicht kämpfen, komm mal her. Da kannst du nicht daherkommen. Ja. Ja, gut. Oh nein, ich bin vergiftet. Goldene Rune 6. Dankeschön. Mein Beileid, du schienst intelligent zu sein. Scheibe Fleisch. Na lecker. So, dann, wohin geht's weiter? Wir machen mal diesen kleinen Gegner dort. Also nicht den kleinen Gegner, sondern ich meine den Miniboss oder wer auch immer das da ist. Boing. Also gut, folgender Plan. Ich schicke die Wölfe auf ihn,
und bombardiere ihn mit meiner heiligen, reinigenden Flamme. Alle Feinde, die stören könnten, alle kleineren, beseitige ich jetzt. Ja. Oh. Okay. Das Ding hat kein Gesicht. Also kein Kopf eher. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ja. Nice. Eine Trinas-Linie. Kein Wunder, dass die immer seltener aufzufinden ist, wenn Leute wie ich die ganze Zeit rumrennen und diese pflücken. Oh, hallo, da ist ja doch nur eine Statue. Okay, die ist aber weiter unten da. Oder so? Ich glaube, zu der gehe ich in der nächsten Folge. Ah, da ist noch so einer. Na dann, auf in den Kampf. Viele Schädel hier. Wo bist du hin? Ach, da bist du. Na dann. Oh. Geht nicht, na gut. Ach, Mensch, ginge doch. Ich bin nur wieder mal dämlich. Oh, aber da hat das Erdenbaum, das ist ein Boss. Also, so ein richtiger Boss, meine ich. Das war knapp. Ja, nice. Ein Hoch auf das heilige Feuer. Hip, hip, hurra. Ah, opalene Blasenträne. Und purpurrote Bruchkristallträne. Es wird Zeit, dass ich so ein Ding endlich mal bekomme. So ein Trank hier. So ein. Ihr wisst schon. So ein Ding halt. So, wo ist das gute Stück? Gleich zwei. Arzneigemisch kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration. Okay. Und hier verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Oh. Steht da was Neues? Oh! Dies ist jedoch nur einmal möglich und der Effekt lässt mit der Zeit nach. Oh! Okay, das ist also so ein super seltenes Ding. Okay. Okay.
Okay, werde ich Bescheid wissen. Wie viel Honen habe ich bekommen? 6000. Wo gibt es hier den nächsten Dings? Vielleicht irgendwo dort. Ah, nimm die Blume. Also. Ah ja, den habe ich genommen. Also gut, dann schlafen gelegt, meine ich. Bin hier oben. Okay. Was? Ich habe keine Flaschen aufgefüllt bekommen. Sage ich da. Okay. Ja. Da komme ich doch. Da war ich und da gibt's nichts mehr. Außer 1000 Blumen und Schädel. Da war die singende Frau, genau. Ich sollte den Trank trinken. Da ist das wandelnde Schloss, diese Glocke. Ich kann die Tür von hier aus sehen, okay. Also hier war nichts mehr, okay. Dann gehe ich mal jetzt da runter hin. Genau. Oh, scheinbar komme ich doch zu dieser Statue hin. Noch in dieser Wolke. Alles klar. Okay. Ja, dann nehme ich. Na, was steht bei dir? Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Lass mich raten, diese Tür dort. Ich vermute mal diese Tür dort. Und hinter dieser Tür ist sicherlich so ein... hoch! So ein Gnadenfurz. Oh Mann, ich wollte zuerst angreifen. Also, was hätte er Sturmwind aufgespießt? Erdenblattblumen. Ach ja, das Ding. Ah, ich sehe schon. Was? Was? Ach so. Ja. Wie gut, dass ich lange Schwerter habe. Gut. Gut, gut, gut. Verstehe ich richtig, dass das Ding dahin zeigt? Ich schätze schon. Klopf, klopf, wer ist da? Hier kommt der Klingen-Champignon. Hehehe. Hi. Verlorene Gnade entdeckt. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. War da eine Wand? Also eigentlich ja ein guter Punkt, aber was ist denn da? Oh, okay. Ah, ein typischer Skelett. Lange nicht mehr gesehen. Hallo. Ja, die habe ich das letzte Mal in Dark Souls gesehen. Hey. Die konnten parieren. Das ist... Als ob nur ein Steinschwertschlüssel
für diesen Raum hier da ist. Ist das uns. Alter, ist. Ah, da ist noch ein Skelett. Okay, interessant. Aber da schauen wir uns vielleicht später um. Nicht in der nächsten Folge. Obwohl, wie viele habe ich eigentlich? Wie viele Steinschwertschlüssel? Wo sehe ich die? Da, 4 sogar schon. Okay, mal gucken, wie es dort weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Aber ich mache jetzt Schluss. Beende diese Folge. Wünsche euch einen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt jetzt, was heißt hier Spaß? Wurdet unterhalten? Vom Let's Play. Kritik gerne in die Kommentare. Schreibt Hallo. Dann schreibe ich vielleicht zurück. Sicherlich. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In dieser Katakombe. Bye.